Hey ho guys, welcome back to my next video auf meinem Kanal. Das letzte Mal haben wir ja Inzucht mit diesen zwei Kühen da betrieben, die hundertprozentig aus einer Familie kommen, wenn die schon auf einer Insel leben. Ja gut. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt wieder mehr Videos mache, mache ich jetzt auch wie versprochen. Wir waren das letzte Mal in der Höhle, soweit ich weiß. Denke ich mal zumindest. Jetzt haben wir uns wieder vergiftet hier. Weil wir uns jetzt besseres Essen leisten können, weil die Kühe nicht wachsen. Wachskühe. Ich glaube, man konnte das beschleunigen irgendwie, ne? Ich weiß aber nicht so wirklich genau. Haben wir noch Erde? Ja, Erde und das Holz brauche ich mal. Die Erde tun wir mal so hier hin. Hier einmal. Wir bessern das dann alles viel später aus. Huch. So. Kann man so lassen. Den Sand tun wir mal hier weg, weil ich glaube, das war nur so eine Art kleines Fundament, aber wie gesagt, das mache ich jetzt wieder weg. Dann müssten wir mal irgendwoher Erde noch ziehen. Ich würde sagen, hier hinten interessiert es kaum jemanden. So, da wir hier auf so einer kleinen Insel sind, ist es dann halt auch ratsam, wenn wir irgendwann Redstone finden, so eine kleine Art Hafen zu bauen, wo man das Boot, dass man dann so von Stadt zu Stadt reisen kann. Von Stadt zu Stadt, von Insel zu Insel. Als ob wir so ein Glück hätten. Da hinten ist eine Kuh. Noch eine Schwester. Oder Bruder. Okay. Ist schon langsam nicht mehr witzig irgendwie. So. Ich bedanke mich herzlich an die Leute, die in dem letzten Video kommentiert haben, dass es den Videos gefallen hat. Es ist immer schön, irgendwie solche Kommentare zu lesen, beziehungsweise niveauvolle Kommentare. Die meisten Kommentare, die ich hier bekomme, sind Werbungen für ihren eigenen Kanal. Ich finde sowas übel assi. Ich meine, ich selber mache sowas auch nicht. Würde ich auch nie tun, weil jeder hat es irgendwie schwer. Aber wie gesagt, jedem das seine. Wen es gefällt, wen es nicht gefällt, hat mich gehabt. So. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ist auch erst, ist auch so. Gut. Wir sollten mal versuchen. Nicht immer. Ja. Wollten wir versuchen, irgendwie Spinnen zu kriegen. Und Spinnen. Sag mal, ist das wieder auf? Normal. Ich glaube, ich setze es gleich mal auf schwer, weil wir haben hier kaum Monster auf der Insel. Das geht. Oh, was ist hier los? Die sind ja alle neu gespawnt. Stirb. Essen. Haben wir eine Kuh, das reicht. Zwei, drei Kühe. Aber wenn man es genau nehmen will, zwei und ein Kalb. Die andere wächst jetzt noch zur Kuh heran. So, stirb. Die brauche ich noch später, dich brauche ich nicht später. Guck mal, schon wieder 11 Steaks. So. Da hinten ist ein Mob. Den gehe ich mal eben down. Weil wir so seine Hände hebt. Aber. Ach, Mano. Ich hasse das Skelett. Ich hasse allgemein die neue Animation von den Skeletten, dass sie so schnell sind. Komm her. Lasst mich alle in Ruhe. Yo, als ob wir hier einen Hund drauf haben und der uns hilft. Richtige Assis hier, ey. Sag ich mal, da ist hier keiner. Was? Ich hab die doch getroffen. Lol, Amena, ey. Ich hasse 1.10.
Ich hab ihn getroffen, ich schwöre. Er stirbt einfach davon nicht. Geh einfach bumsen, der Hund. Ach, Hund, ich meine. Ja, vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Vor allem, wie sind meine Sachen hier reingeflogen? Toll, ey. Ich hasse es. Ich hasse jedes Tier, Monster hier, also ich hasse nicht jedes. Aber die Skelette sind einfach am schlimmsten, ey. Da hinten wurde Map gelootet. Ah! Was? Was isst du an Knochen, ey? Da unten ist ein Creeper, ist nicht so geil. Da ist eine Kuh. Können wir uns snacken? Bleib stehen. So, können wir mal hier hoch. Ach, da sind zwei. Ach. Jo, guck doch mal, wie die aimt. Mein Gott, komm doch, kleine halbe Armee. Yo, was für eine Range, verpiss dich. Man halt nicht so viel aus, naja. Yo. Schön wäre es, wenn man das Schwert so werfen könnte in den ihre Richtung, ey. Ich würde denen das so dermaßen ins Gesicht werfen. Oh mein Gott. Essen mal was, dann können wir das Skelett besiegen. Blödes Skelett, Anna. Wenn der Hund snackt sich jetzt den Knochen und mag uns immer noch nicht. Weil er einfach so dermaßen viele Knochen ist. Was auf einmal. Komm mit. Da gehen wir später nochmal rein, in der nächsten Folge so. Vielleicht. Wo bleibt der Hund? Jo, wie er einfach mal geportet wurde. Der ist ja übelst der Cheater hier mit Teleportation. Da ist wurde ja wieder der hochgecheatet. Jo, wie er einfach mal so durch die Wand guckt. Wie er da einfach mal sitzt, Leute. So. Wir brauchen wirklich, ich schwöre es, wir brauchen endlich ein Bett. Können wir mal was anderes, außer Kühe spawnen auf der Insel, das wäre übel nice. Na egal. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen Erde hier abpflanzen. Mach mal hier Sitz. Ich werde mir das hier ersetzen. So, da können wir nämlich hier später einen Weg machen. Machen da hoch einen Weg, da einen Weg. Müssen wir mal schauen, wie wir das halt machen. Und das muss man dann halt so verkleinern, dass es aussieht wie so ein kleiner Berg, wisst ihr? Also so hier. Müssen wir halt irgendwie versuchen, an Erde zu kommen. So, das sieht es dann halt so aus und dann machen wir hier unten noch. Oh Leute, jetzt war ich aber erschrocken. Als ob, Junge.
So, das machen wir, das gleiche machen wir dann halt auch hier. So. Alle Gühe. Sollte mal ein Zauntor vielleicht machen. Wir zaunen uns ab hier. Tschüss, Kuh. Ist sie gerade gewachsen? Nee. Wäre ja übel nice gewesen jetzt. Ist einfach mal vor den Augen wächst die Kuh. So, hier hinten ist nichts. Bisschen Erde muss man noch irgendwo abfahren. Ja, nice, ein Schwein. Läuft richtig. Aber immer noch kein Schaf, das ist übel nervig. Ich will auch nicht wissen, wie viel Kilometer so eine nächste Insel ist, ey. Unsere Dings ist auch jetzt kaputt. Aber immerhin noch viel, viel, viel Erde rausgekriegt. Damit kann man locker den Berg zu dichten. Na. So. Genau da wächst der Baum. Lol. Wir müssen hier einmal rum. Ich habe dich aus Versehen verbaut. Weil hier kommt ja dann das. Und dann kommt ja das hier dann einmal lang. So, jetzt können wir das schon als halber Berg betrachten, weil dann muss man noch die Seite machen, dass sie das so schön verkleidet aus halt. Und dann lässt sich das schon irgendwie sehen, ne? Gehen wir noch schnell eine Schaufel holen, machen den Berg. Schaufel. Machen wir am besten zwei, weil Stein hält einfach nicht lange und aus Eisen möchte ich es ungern machen. So, das können wir mal gleich wegsnacken. Und wir gehen jetzt ein bisschen Erde holen noch irgendwo her. Jetzt ist da wieder eine Kuh gespawnt. Aber so seht ihr, ich cheat es nicht. Die kommen einfach. So. Wird einfach mal gesnackt von uns. Von mir zumindest. So. Wenn wir uns ja veganermäßig ernähren würden, wird man ja Jahre brauchen, bis wir Essen zusammen haben. Seht ihr ja. Und dann muss ich halt mit den Essen auch noch irgendwie Kühe ernähren. Nicht nur wegen Kuhessen halt so, sondern auch wegen Leta. Ich hätte übrigens demnächst. Morgen oder heute noch, je nachdem, wie die Folge rauskommt. Oder gestern. Wie gesagt, je nachdem, werde ich noch ein neues Projekt starten: Aquarian Skies mit Mods, mit Kumpel, mit YouTube-Kollegen, so gesagt. Ja. Dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt und das dann halt mit Mods. Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Ich meine, so unbekannt ist es ja nicht mehr. Aquarian Skies ist so eine Art Skyblock mit einem Haus so. Du hast dann halt so ein Buch. So ein Questbuch, so gesagt. Wo drinnen steht halt, was du die ganze Zeit machen musst, was für Quests. Ja, sowas halt. Macht schon Bock irgendwie, das zu spielen. Und mal schauen, wie es bei euch ankommt. Auch wenn es schlicht ankommt, werde ich es weitermachen. Wie gesagt, da lasse ich mich jetzt nicht von abhalten. Aber wie gesagt, hoffe, das kommt halt gut bei euch an. Weil Skyblock kam ja auch relativ gut bei euch an. Ja, da denke ich mal schon, dass das irgendwie klappen wird. Ach. So. So. Jetzt einmal hier noch lang gezogen, dann sieht das schon aus wie so ein Berg halt. So. Das müssen wir dann alles noch verschieben. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ist die Kuh gewachsen?
Tatsächlich. Seht ihr, da werden wir jetzt schon wieder zwei Weizen, ich wollte gerade sagen zwei Eisen. Werden wir wieder zwei Weizen los. Kommt hier. Mach is is. Sag mal, wenigstens ist vierkühlig, das ist so. Bessere Zahl halt. Lässt sich halt besser multiplizieren. Nicht nur immer so eine Kuh, sondern immer halt zwei. Wie gesagt, das hier müssen wir dann halt noch machen. Das machen wir jetzt noch in der Folge fertig, weil das schiebe ich jetzt nicht auf. Hat man ja schnell erledigt. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich denke mal hier, das mache ich noch weg. So. So mäßig halt. Ich wollte ja eigentlich am Anfang Starbound aufnehmen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Also das hat irgendwas von Terraria, aber halt auch mit Quests halt so besser irgendwie. Also eine bessere Version von Terraria. Aber teilweise finde ich sie trotzdem schlechter, weil irgendwie holt mich das nicht ab. Da fehlt mir irgendwas dabei. Also so Spaß macht es nicht zu spielen. Sieht übel fail aus, aber kann man lassen. So, machen wir jetzt noch den Berg hier fertig. So, da haben wir jetzt den Berg schnell fertig gemacht. Alles easy. Müssen wir schauen hier, wie wir das jetzt hier machen. Kühe müssen, wie gesagt, um 1 verschoben werden. Da muss ich wirklich schauen, wie wir das machen. Weil da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber können wir jetzt erstmal hier machen. Ach, mach ich da. Ach, geh weg. Ich kann sonst hier nicht bauen. Nee, da kommt dann die Kuh halt so durch. Dann machen wir dann halt hier und dann halt hier vor. Noch so zwei. So, und das lässt sich dann halt so gemütlich laufen. Sieht optisch besser auch aus. Also sieht jetzt nicht optisch auch besser aus, aber sieht dann halt besser optischer aus, wenn wir das dann halt so geschafft haben. Dann noch hier schnell das eine Ding. Hier fertig. Nochmal noch die Kanten und dann wollte ich erstmal sagen, das war's dann heute mit der heutigen Folge. Minecraft. Wir haben keine Axt. Ne, das war's dann heute für Minecraft. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, die Folge zu sehen. Ich selber muss selber sagen, ich gucke meine Videos, wie gesagt, nicht gerne. Hat nichts damit zu tun, ob ich mich selber schlecht finde. Es ist halt nur irgendwie komisch, sich selber zuzugucken, weil man das Ganze schon miterlebt hat und gespielt hat. Ich höre dann halt nur rein, wie es halt klingt im visuellen Effekt. Aber das klappt schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Teilweise war immer meine Vorbilder optisch zu klar. Ach, optisch. Alter, was. Ich bin übelmüde, schwöre. Nein, visuell wollte ich schon immer mal, also audiotechnisch, wie Dena oder Gommi klingen, aber das gab es ja alles nicht mehr, beziehungsweise das was von Dena, vielleicht habt ihr da irgendwie einen Link vor, irgendwie von irgendwo. Auf jeden Fall das, was ich gegoogelt habe und von Dena dieses Mischpult und Mikrofon, dieses Mikrofon gab es noch, aber das Mischpult nicht mehr. Und ja, deswegen versuche ich das Ganze mit Programm irgendwie hinzukriegen und das passt dann halt schon so. Auf jeden Fall, das haben wir jetzt erstmal geschafft, das Haus fertig zu machen, im optischen Sinne den Berg fertig zu machen. In der nächsten Folge wird man dann halt ein bisschen die Kühe, da ist noch ein Schwein, glaube ich, wenn es nicht noch das eine ist. Ich guck mal. Nice, haben wir. Oh Leute, jetzt seht ihr, jetzt habt ihr es wieder mal gesehen. Noch zwei neue Schweine. Guck mal, alles auf einen. Wenn wir das. Guckt mal. Ich weiß nicht. Also das ist jetzt für die Minecraft-Anfänger so. Also ich habe das so gelernt. Je weiter weg du bist, das und so, also das sind jetzt über 20 Blöcke oder so. Und über 20 Blöcke, je weiter wir weg sind, spawnen dann auch Tiere. Heißt, wenn wir jetzt in diesem Junk hier die Kühe und Schweine einfangen, deswegen stehen die Kühe ja hier, dann spawnen da drüben irgendwie neue Tiere. Und indem ich die hier gefangen halte, hoffe ich halt irgendwie, dass da Schafe mal spawnen. Weil Schafe sind irgendwie wichtiger.
Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.